Die Herausforderung war uns, wir mussten 25.000 User umstellen von Windows XP, Clientrechnern in allen möglichen Variationen. Parallel dazu ein Update von Microsoft Office 2003 nach 2010. Eine weitere Herausforderung war, wir wollten versuchen, einen weltweiten Rollout-Prozess aufzusetzen, um so viel wie möglich Mitarbeiter zeitgleich umzustellen, weil ich denke, das ist auch für kleinere Unternehmen immer ein Problem und auch ein Prozess, den man lernen muss. Wenn die einen Mitarbeiter mit XP arbeiten und die anderen schon mit Windows 7, gibt es Schwierigkeiten beim Austausch von Dokumenten und. Und bei 25.000 IT-Plätzen war natürlich hier das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger, es hinzubekommen, dass wir da also solche Dinge schon frühzeitig identifizieren und herausfiltern. Was natürlich auch für uns eine Herausforderung war, die unheimliche Sprachenvielfalt im Konzern. Wir haben uns dann auf 10 sogenannte Sprachen festgelegt, in denen wir auch die Mitarbeiter bei dieser Umstellung unterstützen wollen. Das heißt, wir haben auch in diesen 10 Sprachen uns überlegt, wer kann uns hier bei diesem Rollout unterstützen. Hierzu wurden dementsprechend Teams zusammengestellt zu unterschiedlichen Fachbereichen. Einmal ein Bereich, der sich nur mit dem reinen Paketierungsprozess auseinandergesetzt hat. Es gab einen Bereich, der hat sich über die Infrastruktur Gedanken gemacht. Und es gab einen Bereich Training und Support. Und über den Projekt, über diesen Bereich möchte ich jetzt einfach mal Ihnen einen Input geben, wie wir es geschafft haben. Wir sind jetzt gerade auch noch fleißig dabei, die letzten PCs umzustellen, aber zumindest kann ich auch von einigen guten Dingen berichten hier. Einen ganz kurzen Zeitabriss. Wie Sie sehen, wir haben eigentlich 2010 in Q4 erste Mal die Idee gehabt, wir müssen von Windows XP weg. Warum, wieso, weshalb, brauche ich, glaube ich, hier nicht zu erklären. Wir haben dann, wie gesagt, in den einzelnen Projektteams mit den Arbeiten angefangen, weltweite zusammengesetzte Projektteams und sind jetzt bei 2013 Q1 praktisch beim Ausrollen von 5, 6, 7, 8.000 Rechner, die umgestellt worden sind weltweit. Und in diesen nächsten Quartalen 2, 3 und 4 versuchen wir natürlich alle anderen bei diesem Rollout dementsprechend zu unterstützen. Die Entscheidung ist gefallen, die Unterstützung der Mitarbeiter durch E-Learning über die konzerneigene Bildungsplattform FutureZone durchzuführen. Natürlich war hier die Herausforderung auch, alle Trainings, alle Inhalte in 10 Sprachen anzubieten und diese 10 Sprachen dementsprechend auch von professionellen Anbietern, aber auch in Eigenproduktion gegebenenfalls an die Mitarbeiter zu verteilen. Bei diesem Projektstart wurde der Name eDesk geboren. eDesk, ganz einfach erklärbar, wir haben uns überlegt, wir können nicht dem Mitarbeiter sagen, du kriegst jetzt einen Rollout Windows 7 Office 2010 Rechner, kommt eigentlich nicht so gut an, ist unheimlich schwierig, immer wieder dieses gleiche Wort, Zusammenhänge zu finden. Wir haben uns dann in der kurzen Brainstorming-Runde dazu entschieden, ein kurzes, knackiges Wort zu entwickeln und dadurch ist das eDesk entstanden. Das heißt also, jeder Mitarbeiter von der Vonik weiß heute eigentlich, ich habe einen Rechner und ein Rechner ist ein eDesk und der eDesk hat eine bestimmte Nummer und der Support hat es dementsprechend einfach zu identifizieren, hat der Mitarbeiter einen eDesk-Rechner, hat der Mitarbeiter noch eine alte Umgebung. Das war eigentlich eine Idee, die geboren wurde und wo wir heute von CERN eben gerade der Support berichtet, dass es sehr einfach ist, mit den Mitarbeitern weltweit Kontakt aufzunehmen, um zu überprüfen, wo eventuell Schwierigkeiten waren oder wo eventuell nochmal was nachgearbeitet werden musste. Ja, was war jetzt der Auftrag für das Projekt Training und Support? Wir hatten natürlich zunächst einmal, wir wollten eine Zusammenstellung von Online-Trainings entwickeln. Wir wollten diese integrieren in unsere Bildungsplattform. Wir haben uns überlegt, eine Unterstützung durch E-Books, durch interaktive Umstiegshilfen natürlich auch den Mitarbeitern anzubieten, weil wir wissen selber auch, dass man nicht alle zu 100% mit E-Learning heutzutage bedienen kann. Wir haben Individualisten, die lesen halt gerne ein Buch. Wir haben aber gesagt, die Inhalte sollten deckungsgleich sein mit den Trainingsinhalten im E-Learning und deswegen haben wir gesagt, wir werden uns auch um E-Books benutzen. Ein E-Book ist ja nichts anderes wie ein elektronisches Handbuch, wo aber die Inhalte eigentlich die gleichen sind und die man dann nach und nach abarbeiten kann, so wie man eben dementsprechend möchte. Das ganze Angebot sollte in 10 Sprachen an den Start gehen. Wir haben halt unsere 10 eDesk-Sprachen identifiziert. Und man sieht eben jetzt hier anhand des kleinen Charts, das sind so die 10 Sprachen, in denen wir bei uns bei Evonik Trainings anbieten, Trainings produzieren
und auch versuchen, Trainings, wenn wir dieses mit Anbietern hinkriegen, auch dementsprechend einzukaufen. Die Lösung, die Idee, wir haben zunächst einen Beauty-Contest gemacht, haben 5, 6 große Anbieter, die meisten von denen sind hier wahrscheinlich in der Halle heute vertreten. Wir haben denen unsere Herausforderungen, unsere Anforderungen gegeben, haben uns einen Katalog zusammengestellt, was wir gerne haben wollen, was wir gerne nutzen wollen, wie wir die Mitarbeiter dabei unterstützen wollen. Jeder hatte die Chance, das bei uns am Campus in Essen zu präsentieren, und wir haben uns dann im Nachhinein in eine Kooperation mit der TTS und der Know-how AG entschieden. Warum? Weil die Content anbieten, weil die dementsprechend auch E-Books anbieten, weil die Quick Guides anbieten, und wir haben hier eine Lösung gefunden, wo wir der Meinung waren, es kommt alles aus einer Hand, ist didaktisch gut aufbereitet, und wir haben natürlich auch alle anderen Programme von allen Anbietern testen lassen, von individuellen Zielgruppen, und haben auf die Rückmeldung gewartet. Und dann war eben die Entscheidung, okay, wir nehmen TTS und haben dann praktisch mit dem Projekt angefangen. Wir haben parallel schon vorher mit der TTS zusammengearbeitet mit sogenannten Standalone-Lösungen von dem Autorentool. Wir haben dann umgestellt auf eine Serverlösung, sind jetzt bei der TTKF 7.1.0.34. Mittlerweile testen wir die 8er Version und haben dementsprechend ein Portfolio an Lizenzen im Einsatz. Wir haben eine Selbstproduktion von sogenannten IDES-Trainingsschulungen entwickelt. Und zwar haben wir das Problem gehabt, dass die TTS und auch die Know-how natürlich Trainings zu Office, Excel und so weiter uns anbieten konnten. Aber unseren eigenen IDES, unsere eigene Oberfläche von Evonik, konnten ja schlecht die Anbieter uns bringen. Also mussten wir die produzieren, und wir haben die auch produziert. Und haben dementsprechend für jeden Mitarbeiter in seiner individuellen Sprache kleine Pakete zusammengeschnürt, wo er sich mit seinem IDES schon auseinandersetzen konnte, wo er erst einmal gesehen hat, wie sieht denn überhaupt Windows 7 aus, wie stellt sich denn Evonik die Zukunft eines Rechners vor. Und das können die Mitarbeiter heute jeden Tag rund um die Uhr, 24 Stunden, von jedem Arbeitsplatz und von jedem Rechner zu Hause aus abrufen, weil unsere Bildungsplattform, die wir im Einsatz haben, können die Mitarbeiter auch im Privatbereich nutzen, weil wir nicht dort nur Trainings zum Thema E-Desk und Office drin haben, sondern auch Sprachen, Kommunikationstrainings. Und ich denke, die ganze Portfolio, was man eigentlich an Inhalten heutzutage auf einer modernen Plattform auch anbieten kann. Wie gesagt, wir haben in 10 Sprachen produziert. Mittlerweile sind sogar Anforderungen an der 11., 12., 13. Sprache gekommen, weil viele Bereiche gesagt haben, okay, wir haben 10 Sprachen, können wir nochmal Slowenisch kriegen oder können wir nochmal Ungarisch kriegen? Ist alles mit dem Autorentool und mit Zusammenarbeit von einem Übersetzungsbüro heute sehr einfach. Und man kann eigentlich so ein Training im halben Tag umsetzen in einer anderen Sprache, wenn man die Inhalte dementsprechend gut vorbereitet hat. Also es ist also jetzt kein Hexenwerk, aus 10 Sprachen mal 12 oder 15 zu machen. Wir haben natürlich auch selber produziert E-Books, weil wir haben E-Books eingekauft von der Firma Know-how, aber wir haben auch E-Books selber produziert, weil wir gesagt haben, auch zu den Themen, die wir selber anbieten, soll der Mitarbeiter auch die Chance haben, die mit nach Hause zu nehmen, mal nachzuschlagen als elektronisches Handbuch. Und wir haben sogenannte Quick Guides produziert. Wer Quick Guides nicht kennt, ich habe mal so ein Quick Guide mitgebracht, und man sieht auch hier IDES drüber. Also wir haben die zusammen mit der Know-how AG entwickelt. Wir haben einen von Windows 7 eingekauft, der war fertig, das war leicht. Den haben wir selber produziert, haben die Inhalte Know-how gegeben, auch in 10 Sprachen. Und das kriegt jeder Mitarbeiter beim Rollout seines Rechners. Das heißt, bei Windows 7 haben wir natürlich auch dementsprechend viele Rechner austauschen müssen. Und wenn einer seinen neuen IDES bekommen hat, bekommt er so einen Quick Guide für Office, einen Quick Guide für Windows 7 und den Quick Guide über den IDESK, wo eben mal so ein paar kleine Hilfen drinstecken, wie man sein IDES schöner machen kann, wie man seine Oberfläche optimieren kann und wie man so einen Einstieg in so ein neues Oberfläche auch sich vielleicht vereinfachen kann. Quick Access, da können die Kollegen von TTS Ihnen wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Wir haben den Quick Access auch ausgewählt, um Hilfen on demand zu geben. Das heißt also, der Quick Access funktioniert ja so, dass man aus einer Anwendung heraus Hilfen direkt aufrufen kann. Wir haben die Hilfen teilweise eingekauft bei TTS oder bei Know-how.
Aber mittlerweile produzieren wir solche kleinen Hilfen, zum Beispiel für Lotus Notes. Wir haben bei uns halt Lotus Notes im Einsatz. Bei uns, wenn ein Anwender in Lotus Notes drin ist und weiß nicht mehr, wie er eine Kalenderfunktion bedient, kann er den Quick Access starten, der auf jedem Rechner installiert ist. Und ihm werden automatisch in Lotus Notes die Hilfen angeboten, die dazu von uns entwickelt worden sind. Und die kann er dann nachlesen, entweder als E-Learning oder auch als E-Book, als PDF sich anschauen. Ein paar kleine Highlights, natürlich klar, wir haben alles begleitet über Kommunikation via Intranet, Aushänge, Printmedien, per Mail, alles das, was man eigentlich machen sollte, um die Mitarbeiter immer wieder mit diesem Thema eDesk oder mit dem Rollout in Verbindung zu bringen. Wir haben einen Windows-Assistenten entwickelt, und zwar modern. Heutzutage nennt man solche kleinen Dinge Gadgets oder Widgets. Wir haben einen eDesk-Assistenten entwickelt. Dieser eDesk-Assistent wird automatisch beim Einschalten des Rechners, nachdem Windows gestartet ist, automatisch gestartet. Den kann man auch nicht ausschalten, der kommt immer. Das heißt, über dem Wege kann man dem Anwender zum Beispiel Hilfen anbieten, direkte Wege in Trainings verlinken. Er kann dort sofort einen Support-Anruf tätigen. Er kann sich dort sogenannte Hilfsmedien herunterladen. Er kriegt Telefonnummern und. Und wir haben zumindest festgestellt, dass das eine gute Idee war, auch so eine Investition zu tätigen, damit der Mitarbeiter auch wirklich beim ersten Start sofort weiß, Mensch, ich brauche mir keine Angst zu machen, ich kann meinen Job weiterhin machen und wenn ich Hilfe brauche, habe ich halt viele Wege, wie ich diese Hilfen aufrufen kann. Wir haben des Weiteren natürlich uns überlegt, die Trainings, die wir eingekauft haben, sind interaktiv. Da ist natürlich auch dann Ton drin dementsprechend und die Mitarbeiter haben gesagt, auch am Anfang, ja, mit Ton und so weiter, wie können wir es regeln? Wir haben eine Kopfhöreraktion gestartet, wir haben 10.000 Kopfhörer gekauft, haben die an den unterschiedlichen Standorten hinterlegt und die Mitarbeiter mussten sich diesen Kopfhörer holen. Wir haben dazu so einen kleinen Flyer entwickelt. Diese Comics-Figuren sind entwickelt worden von der Firma David Seltzer und Partner. Da wird mein Kollege, der Herr Adams, der um 10 nach 3 dran ist, nochmal intensiv über den Rollout IT-Compliance berichten. Und da waren diese Comic-Figuren halt ein großer Bestandteil dafür da, dass wir es geschafft haben, auch Mitarbeiter mit solchen, in Anführungsstrichen, langweiligen Themen weltweit zu unterstützen. Die Kopfhörer mussten sich auch die Mitarbeiter holen. Das heißt also, wir haben denen die nicht gebracht, sondern es war so ein bisschen Hohlschuld. Die mussten da rangehen, mussten das gegenzeichnen. Es hat auch in der Regel jeder nur einen gekriegt. Das ist aber auch immer nur Wunschdenken. Aber wir hoffen zumindest, dass jetzt der Großteil der Mitarbeiter am Arbeitsplatz mit dem Kopfhörer dementsprechend die Trainings, nicht nur jetzt diese Trainings lernen kann, sondern auch alles, was Evonik noch in Zukunft plant, weil wir setzen seit Jahren auf E-Learning und werden das auch mit Sicherheit in der Zukunft nicht reduzieren, eher noch forcieren, noch aktuellere Trainings bauen und dementsprechend auch versuchen, die Mitarbeiter in Zukunft auf den Weg zu unterstützen.